Naja, ich sag mal so, und das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Von Leuten, die ich nicht persönlich kenne, aber so. Sekunde. Im Internet. So. Damit. Also alle sagen ja immer, ja, Schule ist so toll. Oh, aber. Ja, eigentlich muss man sagen, es kommt darauf an, was man später mal macht. Also wenn man wirklich seinen Traumberuf hat und ja, Spaß an seiner Arbeit hat, dann muss man sagen, dann ist Schule definitiv schlechter als die Arbeit, weil ich meine, wenn es Spaß macht, wenn man da gern hingeht, dann ist es toll, ne? Man muss einfach sagen, ich sag mal, 99% der Schüler, die stehen jeden Morgen auf, wenn Schule ist und denken sich, oh nee, Schule. Ich gehe auf jeden Fall auch dazu. Ja, eigentlich leider, muss man sagen. Ich denke, es muss echt gut sein, wenn man gerne in die Schule geht und Spaß an den Lernstoff hat. Weil dann einfach alles viel leichter fällt, ne? Ich meine, ich weiß, dass ich habe früher mich Pokémon, das war mein absolutes Lieblingsspiel früher. Und naja, ich konnte einfach den Namen von allen Pokémon auswendig mit alles drum und dran und ja, das war das ein Spaß machen, ne? Und das lernt man dann auch gerne. Ich meine, das fällt einem gar nicht auf, man differenziert ja immer so, lernen ist alles Schule. Aber ich meine, wenn man irgendwas Neues entdeckt, was einem Spaß macht, das muss man auch immer alles erst lernen. Und das wird meistens gar nicht als Lernen wahrgenommen. Ist klar. Sondern eher so als, eben als Vergnügen, sag ich mal. Aber ich denke, wenn das auch alles Spaß machen würde, muss echt toll sein. Ganz ehrlich, ich sag's mal so, wenn ich mir aussuchen dürfte, finde ich Schule scheiße oder finde ich Schule toll, ich würde auf jeden Fall finde ich Schule toll wählen. Weil, ich meine, man lernt leichter, man freut sich lernen, man freut sich auf die Schule. Man geht nicht jeden Tag in die Schule und sagt sich, ne? Und ja, wird dann wahrscheinlich auch irgendwann mal eine höhere Schulbildung erreichen und eine bessere. Weil, naja, ich kenne auch viele Leute, oder was heißt viele Leute, ich kenne jemanden auch, naja, der ist jemand, dem, das ist so dieser typische, oh Gott, Schule, ne, bitte nicht, ne, ich gehe da eh nur hin, weil ich da Freunde treffe, ja, der hört jetzt dann auch noch der Hauptschule auf, und, na, ich meine, jemand, dem Schule Spaß macht, der da gern hingeht, der wird sicher nicht nach der Hauptschule aufhören, beziehungsweise dann, wahrscheinlich auch auf dem Gymnasium sein, also das hat schon viel mit der Schulbildung zu tun, wie viel Spaß eine Schule macht. Und jetzt ist halt die Frage, ist es erziehbar, ob eine Schule Spaß macht? Weil, man muss das sagen, viel, viel in der heutigen Welt liegt einfach nur an der Erziehung. Ich meine, wenn man sich hier dieses typische Klischee, man V rausnimmt, hier V hat vor allem Angst, man darf keine Angst haben, das ist so krass in der Beziehung. Ich meine, wenn man Junge ist, ne, einem wird die ganze Zeit in der Erziehung, die ganze Zeit, hier, ne, ey, du darfst keine Angst haben, du bist ein Mann, du darfst nicht weinen, du bist ein Mann. Ne, das oder halt auch von der Gesellschaft, ne? Das wird dann immer so eingeprügelt, sage ich mal. Und na, bei der Frau eben ganz anders. Oh, du bist eine Frau. Wenn du auf was nicht Bock hast, dann stell dich hin und heul, ne? Also, das hängt alles mit der Beziehung zusammen und ich frage mich echt, wie viel da überhaupt möglich ist, wie sehr man einen Menschen damit manipulieren kann, sage ich mal, weil die Zeit, in der einen die Eltern erziehen, ist eben nun mal die Zeit, wo man am meisten lernt. Übrigens ganz interessanter Fakt daneben. Wenn man lernt, dann werden neue Verbindungen im Gehirn gemacht und man kann sich meistens so schlecht an seine Kindheit erinnern, also an wirklich die Kleinkindheit, weil man da mega, mega viel lernt und damit das Gehirn das alles aufnehmen kann, muss das irgendwelche anderen Verbindungen wieder zerstören, um neue zu erschaffen und dadurch gehen halt die Erinnerungen weg, ne? Das ist. Man wird interessiert. Ich finde es echt interessant. Okay, eben das 27 FPS. Okay, so, ich muss auch mal was schreiben, sonst denken die, ich bin gar nicht mehr da. Ich hab durchgehend 60. Ist aber durch Fraps limitiert. Schaffe so limitiert? Ach nee. Hier ist die schon längst wieder bei einem anderen Thema sind.
So, also wie gesagt, mir wäre es echt mal interessant, ob es vielleicht mal in der Zukunft, sage ich mal, verschiedene Methoden gibt, wie man am besten, so, das war jetzt mein Stuhl hier. Mit ist limitiert auf. Ja, das war der Aufnahmeknopf auf 60. Na, also ich denke, das wird bestimmt in der Zukunft dann irgendwie möglich sein, an dem Kindesalter so zu manipulieren, damit man eben Schule und so sich darauf freut, sowas toll findet. Ich denke mal, es ist da sehr viel möglich, wirklich in der Kindererziehung. Da das Unterbewusstsein so zu manipulieren, dass man manche Sachen toll findet und manche nicht. Ich meine, alles definitiv nicht. Aber es dürfte einiges möglich sein. Also was heißt, ja, also auf jeden Fall schon einiges. Ja, falls ihr noch irgendwas zu dem Thema sagen wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. So, was ich gerade nicht mehr weiß, habe ich denn vorhin jetzt schon gesagt, was ich zur letzten Aufnahme sagen wollte? Falls nicht, ich wollte zur letzten Aufnahme sagen, falls jemand jetzt nicht mit dem Thema übereinstimmt oder ich falsche Informationen verbreitet habe, muss ich sagen, damit ich mein Wissen auch alles nur aus Dokus habe und aus, ja, allgemein aus Fernsehen und Internet. Und na, dann kann man natürlich nicht immer so 100% vertrauen. Also könnte es natürlich auch sein, damit ich, oder dass ich irgendwas falsch gemerkt habe. Also falls da irgendwas Falsches dabei gewesen ist, dann tut mir das sehr leid. Ich wollte jetzt nicht irgendwie eure Meinung ins Falsche manipulieren, sage ich mal. Ne? Nur damit das nicht, ja, damit das niemand falsch auffasst. Ist halt nur meine private Meinung. Meine privaten Theorien, sage ich mal. Ich meine, es darf ja jeder denken, was er will, ne? Außer es ist über Amerika. naja, das war's dann aber jetzt erstmal für diese Aufnahme. Hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Hoffe, euch gefällt auch das Intro G und das Outro. Das dann wahrscheinlich hier dazu geschnitten wird. Also Intro auf jeden Fall, Outro mal gucken. Und ja, bis zum nächsten Mal dann und tschö.